Willkommen bei Titanfall 2. Durch all meine Schlachten im Grenzland habe ich eines gelernt. Der Pilot ist das Alpha-Tier. Schnell und agil. Elegant und doch tödlich. Scharfsinnig. Listig. Und unaufhaltsam. Ein Pilot sieht die Welt mit anderen Augen. Bloße Wände werden zu alternativen Wegen. Piloten kämpfen anders. Durch ihre Erfahrung mit Täuschungsmanövern gelingt es ihnen, allen Widrigkeiten zu trotzen. Was einen Piloten aber tatsächlich von allen anderen Soldaten und Maschinen auf dem Schlachtfeld abhebt, ist die Verbindung mit seinem Titan. Zusammen mit seinem Titan kann er nur von einer Übermacht bezwungen werden oder von seinesgleichen. Das Grenzland war seit jeher meine Heimat. Seit Jahren wird es schon von der IMC zerstört. Sie beuten Ressourcen aus, verschmutzen und zerstören unseren Planeten und schlagen jeden Widerstand gewaltsam nieder. Trotz der jüngsten Erfolge auf Demeter sind wir noch weit davon entfernt, die IMC endgültig zu besiegen. Noch bin ich ein Schütze der Miliz, die für die Befreiung des Grenzlandes kämpft. Und weit davon entfernt, ein Pilot zu werden. Wenn dieser Tag kommt, hoffe ich, mich als würdig zu erweisen. Codec überlastet. Erwägen Sie, Videoroute zu stellen. Was? Bitte? Coopers Logbuch. Die 9. Milizflotte ist unterwegs, um einen von der IMC kontrollierten Planeten namens Typhoon anzugreifen. Keine Zivilisten. Ich weiß nur, dass es dort eine militärische Forschungseinrichtung der IMC gibt. An Bord der James McAllen setzt Captain Lastimosos, einen erstklassigen Piloten meiner Ausbildung fort. Ich weiß nicht, warum er beschlossen hat, mein Mentor zu werden, aber ich lasse mir diese Chance auf keinen Fall entgehen. Es geht los, Pilot Cooper. Ach, Scheiße. Das Schiff hat die Simulationskapsel zurückgesetzt. Wir müssen sie neu kalibrieren. Fühlt sich das richtig an, Cooper? Okay, wir können loslegen. Es ist doch verdammt schnell. Wie viel Sie vom letzten Mal noch wissen. Aktiviere Neuralverbindung. Nicht dasselbe wie eine Titan-Verbindung, aber ähnlich. Oh. Um neue Fähigkeiten zu lernen, müssen wir geistig fit sein. Ah. Stopp. Halten für Rodeo, Sprinten manuell, Standard, sonstiges, Tastaturbelegung. Da, Mausempfindlichkeit hier drüben. Lass mal bitte auf 1. Danke. Mal gucken, was passiert. Viel besser. Ja. Viel besser. Definitiv. Eigentlich bin ich gar nicht für Ihre Ausbildung verantwortlich, aber Sie haben Potenzial. Außerdem sind wir im Krieg. Wer hat da schon Zeit für Hierarchien, ha? Das stimmt. Sehr gut, einfach drüber springen. Also wie immer, ja. Legen wir einen Zahn zu. Aktiviere Jump-Kit-Unterstützung.
Jump Kits basieren auf dem Prinzip der entspannten Stabilität. Nach der Kalibrierung des Jump Kits geht ihnen die erweiterte Mobilität in Fleisch und Blut über. Wunderschön, oder? Yep. Die Inspiration dafür war mein Heimatplanet Harmony. Hier bin ich aufgewachsen. Dafür kämpfen wir, Cooper. Für eine Welt ohne Metall und Rauch. Für die Freiheit, in Frieden und Wohlstand zu leben. Gut, so geht's. Hier drunter, ducken Sie sich. Jetzt ein Doppelsprung. Folgen Sie dem Geist. Seit der Schlacht von Demeter haben wir mehr als ein Viertel des Grenzlandes zurückerobert. Die Miliz ist jetzt viel besser organisiert. Täglich schließen sich mehr Menschen dem Kampf gegen die IMC an. Menschen wie Sie. Früher waren wir die Gejagten. Heute sind wir die Jäger. Im Kampf läuft es nie so ab, wie erwartet. Sie müssen bereit sein, jede Waffe einzusetzen, die Sie finden. Das sind nur einige der Waffen, die mir da draußen untergekommen sind. Ab auf den Schießstand. Nee. Ja, 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 die ist nett. Die ist gut, die ist gut, die ist gut. Nope. Ja, 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 gefällt mir. Ja, oh, viel geiler. Gut, nehmen wir mit. Waffe laden. Zielen Sie über das Visier Ihrer Waffe, um präziser zu treffen. Gut, üben Sie noch, wenn Sie wollen, und kommen Sie dann zum Parcours. Ich muss jetzt erstmal die Maus wieder ein Tickchen schneller drehen, weil 1, war zu wenig. Nochmal. Das ist jetzt wieder zu viel. 1, 2, 5. 1, 2, 5. Na, siehst du? Geht doch. Alles klar. Setze deine Pilotenausbildung in Captain Lastimos Simulation fort. Ach so, wir sollen mal ein bisschen testen. Ja, da her damit. Okay, nicht schlecht. Hatten wir eben schon. Trainieren Sie, solange Sie wollen. Ach, Schnipper. Alles klar. Oh. Alles klar. Okay. Nee. Ja. Die war gut. Nee, die wollte ich nochmal. Okay. Hey, ich habe heute einen neuen Parcours für Sie. Sie haben 2 Minuten Zeit. Sie müssen besser werden. Folgen Sie dem Geist oder finden Sie einen eigenen Weg? Alles klar. Piloten müssen im Kampf einen perfekten Mittelweg aus Schnelligkeit und Sicherheit finden. Beim Parcours arbeiten wir an diesen Fähigkeiten, bis sie in den Fallen übergehen. Ich hab gedacht, ich hätte den erwischt.
Ey. Nicht schlecht. Sehen Sie die Anzeige an der Wand? Das war eine neue Bestzeit. Alle haben so ihre Stärken und Schwächen. Also spielen Sie das Ganze ein paar Mal mit unterschiedlichen Waffen durch. Auf der Anzeige finden Sie Tipps, wie Sie sich verbessern können. Okay, ich denke, Sie sind bereit für eine echte Herausforderung. Ein Rennen gegen andere Piloten. 25 Sekunden! Diese Geister sind die besten Piloten der SRS. Wenn Sie sie besiegen können, sind Sie auf dem besten Weg, ein echter Pilot zu werden. Okay, bleiben Sie im Parcours, solange Sie wollen. Wenn Sie fertig sind, habe ich was Besonderes für Sie. 25 Sekunden? Ich werde nicht mehr. Er hat aber dann keinen einzigen abgeschossen, oder? Runde gefallen. Sie sind ja fast geflogen. Naja, klar. Komm. Sind Sie fertig? Ja. Ich bin bereit für den nächsten Schritt. Gut, das wird Ihnen gefallen. Es wird Zeit, dass Sie die andere Hälfte des Pilotendaseins kennenlernen, den Titan. Fordern wir einen an. Ich dachte, das dürfen nur Piloten. Das ist nur eine Simulation, Schütze. Nicht die Wirklichkeit. Aber zuerst brauchen wir etwas mehr Platz. Das ist mein Partner, BT. Vanguard-Klasse. Militärtechnologie Marke Eigenbau. Das erste Titan-Chassis, das wir selbst entworfen haben. Das wir nicht von der IMC stehlen mussten. Nur Zuschütze, fordern Sie Ihren ersten Titan an. Da oben am Himmel, da ist er. Okay, Schütze, klingt als wäre die Kacke am Dampfen. Ich hol sie jetzt raus. Deaktiviere alle entbehrlichen Systeme. Cooper, machen Sie schon! Ganz ruhig, Cole. Er kommt gerade aus der VR. Er braucht eine Minute für die Dekompression. Der wird schon, glaub mir. Ja, Sir! Alle Mann auf Gefechtsstation. Das ist keine Übung. Aufpassen! Die töten uns! Jedenfalls versuchen sie es. Das war gute Arbeit. Irgendwann haben sie den Dreh raus. Wir machen einen Piloten aus ihnen, Schütze. Aber nicht heute. Irgendwann. Lastimosa. Anderson. Wir sehen uns dann rund. Wir sehen uns heute einen neuen Planeten an. Vielleicht sterben wir sogar darauf. Wir sehen uns dann unten, Schütze. Viel Glück. Arsch hoch, Cooper. Wir treffen uns am Landungsschiff. Arriba, arriba, ande, lande. Meine Schwierigkeit ist normal. Du kannst diese Einstellung im Pausenmenü jederzeit ändern. Operation Broadsword. Broadsword. 9. Milizflotte. Ziel: Planet Typhoon. Mission: Infanterieunterstützung für geheime SAS-Operation. Vom IMC besetztes Grenzlandgebiet. Na? Hallo, Rufi. Gestern nach dem Reinfall müssen wir heute weiterspielen. Titanfall. Titanfall 2. Bevor wir dann...
Unsere Aufklärung hat sich hier... Backbord, wir werden getroffen! Keine normale Forschungsoperation, Ich sehe haufenweise Orbitalabwehrsysteme. Die waren doch gerade der Herzlich willkommen auf Typhon! Oh. Warum ist das so laut? Warum war der leise? Ich hab das doch extra leise gemacht. Das tut mir doch wirklich leid. Alter Schwede, fliegt dann immer das Ohr weg. Soundeffekte, Multiplayer, Untertitel an. Schallabschirmung, Hintergrundgeräusche. Hintergrundgeräusche? Na klar, lass die an. Kopfhörer Stereo. Gegner? Granate! Granate! Sie sehen nicht gut aus. Warten Sie. Das Zeug haut Sie vermutlich um, aber wenn Sie aufwachen, sind Sie wieder fit. Master Moser, Feind Titans nähern sich. Apex Predators. Verstanden, BT. Söldner. Unten bleiben, Cooper. BT, los! Wir haben 18 Stunden. 18 Stunden, um die Lade zu sichern und die Lieferung vorzubereiten. Hey, Richter! Lassen Sie die Leichen liegen, Sie kranker Mistkerl. Wir haben hier eine Aufgabe, klar? Fürs Saubermachen werden wir nicht bezahlt. Vorwärts!
BT, übertrage Autorisierung auf neuen Piloten. Verbindung. Bravo Tango 7274. Cooper, nehmen Sie meinen Titan. Nehmen Sie meinen Helm und mein Jumpkit. Jetzt wird's ernst. Pass auf ihn auf. Geburtsdatum stimmt nicht. Okay. Gut. Kontrollpunkt. Was war das? Energiequelle, alles klar. Geisterläufer starten. Ist besser. Ich komme gleich zu dir. Komisches Vieh. So, wir gucken uns trotzdem jetzt erstmal hier an. Alter Schwede, schön geworden. Schön geworden, die Ecke hier. Sehr, sehr schön. Nicht schön. Schaffe eine aufgeladene Teil. Energieniveau niedrig. Energie unzureichend. Alles klar. Kommen wir gleich. Wo war die? Da Energie oben. Energieniveau niedrig. Energie unzureichend. Komm ich da von da nach da? Ja, müsste doch, oder? Au. Nein? Okay, muss ich doch dem anderen folgen. Gut. Dann folgen wir mal dem Geiste dort hinten. Energie unzureichend. Lauf auf eine Mauer zu, springe. Achso, und springe. Ja. Na, komm. Voila. Beschaffe. War die nicht da oben? Ist mir egal, ob das jetzt einer von mir war. Er hatte nichts zu suchen. So, ganz kurz. Ich will noch mal Steuerung Audio Video. Wir machen mal die 106 FOV. Und wir machen... Ach, haben wir doch schon. Ach, guck mal hier, wir sehen was.
Nein! Okay, die halbe Sinkrate war scheiße. Wir machen mal Sync komplett aus. So, wir müssen erstmal wieder hier hochkommen. Ja, 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 ist offline. Auch noch. Ach, schaffen wir schon. Na, geht doch, siehst du. Hier ist Captain Cole vom 3. Grenadierregiment. An alle Überlebenden der Miliz sind auf dem Weg zum IMT-Sender an Position 772981. Hier ist Captain Delso vom 2. Infanterieregiment der Miliz. Sie hören Sie, Cole. Sie kommen durch die Aufbereitungsanlage zu Ihnen. Over. Verstanden. Haltet durch. Cole, Ende. Tu das. Wieso habe ich eigentlich zwei Kamera... Ach, das sind zwei Waffen. Zwei unterschiedlich, aber sehr, sehr ähnlich. Okay. Gut, 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 gut. Okay, so, wo müssen wir eigentlich lang? Tap, da lang. Eindringlinge der Miliz, hier spricht General Mulder von der Interstellar Manufacturing Corporation. Verstoßen gegen geltendes Recht. Ich biete Ihnen eine kurzfristige Amnestie an. Ergeben Sie sich bei einem IMC-Officer. Schnauze. Double Headshot. In diesem Sektor ist immer noch ein Pilot. Too easy. An alle Milizstreitkräfte in diesem Bereich. Wir werden Sie finden. Legen Sie sofort die Waffen nieder und ergeben Sie sich. Leisten Sie keinen Widerstand. Bewaffnete Doch da unten. Angehörige werden sofort erschossen. Nicht ducken, Feigling. Komm her. Diese Blume da, die nervt. Sag ich doch. Lass es einfach. Oh, E. E für. Und probier mal aus. Weiß nicht, ob die so besser ist als meine. Oh, ich habe nur noch 5 Stück. Okay, das ist natürlich scheiße. Was? ...242 Schuss. Ja, wunderbar. Da hoch. Hier hinter, ja. Ja!
Schleichmodus activated. Bereits ausgerüstet. Nee, was ist das? Ach, 96 Schuss aber nur, das ist so wie... Okay. Die probieren wir mal aus. Schnipper. Doppelsprung online. Dankeschön. Was passiert, wenn... Ah, was? Was passiert, wenn wir hier runterfallen? Was ist denn hier los? Hilfe! Nein, da fahr ich lieber nicht runter. Was? Controller-Zocker? Ist das eine Maus, du Ei? Nix Controller-Zocker. Nix Aimbot oder sonstiges. Ne, 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 ne. Das ist Skill, Babies. Komische Pilze. Gib mir mal die Schnipper hier. Ey. Ist das laut? Au, au, au! Kommt die alle hier runter oder was? Der D ist ein Spray. Halten, um zu hacken. Wo ist der Spray? Wo war der Spray? Hinsetzen, halten. Schick. Die ist cool. Hat zwar 132 Schuss. Warte mal, können wir die aufladen hier hinten? Na gut. Na. Üben. Komm schon. Also.
An alle Milizangehörigen. Shit. Typhon befinden. Dieser Planet wird von der IMC kontrolliert. Aber es gibt außerhalb der Anlage viele wilde Kreaturen. Und die Wildnis können wir nicht kontrollieren. Ergeben Sie sich. Dann garantieren wir Ihre Sicherheit. Alles klar. Au! Was? Hey. Würde jeder von uns alleine kämpfen, kämpft ihr gegen die Eins, die keine Chance. Womit ich mich noch anfreunden muss, ist mit dem Re- oh. Au, au! Schau dich! Klar. Nein, 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 nein. Oh. Schmackes. Ein Titan der Vanguard-Klasse. Die Dinger sind selten. Wir sollten es verkaufen. Vergiss es, das waren nicht Blisks Befehle. Deckung, Granate! Next. Energieniveau niedrig. Energie unzureichend. Roboter möchte schlafen. Oh, da fehlt aber noch eine. Energie bei 70%. Datenkern reinitialisiert. Okularsystem online. Fokuskorrektur. Sind Sie okay, Pilot? Ob wir okay sind? Ja, wer bist du? Ja, wer bist du? Ich bin BT-7274, Titan der Vanguard-Klasse, Miliz SRS, Marauder Corps. Nennen Sie mich BT. BT? Na gut. Meine Systeme werden neu gestartet, aber eine dritte Batterie würde den Prozess beschleunigen. Ich bleibe hier. Wie Sie sehen, ist fast alles unbrauchbar, außer diese eine Energiequelle. Was? Unterstütze ich Sie über Ihr Helmfunkgerät. Soweit möglich. Alles klar. Super. So, also, wir haben noch eine da hinten. Fortsetzen, letzten Kontrollpunkt. Tja, wir haben keine Speicherung. Das heißt also, ja. Dann schauen wir mal, ob wir morgen in der Mittagspause hier an diesem Punkt weiterspielen. Oder ob wir woanders da weiterspielen. Auf alle Fälle, heute Abend gibt es nochmal Warzone. Morgen gibt es um 19.30 Uhr Warzone. Und 19.30 Uhr gibt es das neue Vanguard oder der Teaser, Trailer, sonstiges. Und wenn das so Richtung WW2 geht, ist das leider Gottes nichts für mich. Dann switch ich auf Apex. Ne? Genau. Deswegen sage ich für heute.
viel Spaß und wir sehen uns heute Abend.